Servus Leute, zurück zu Let's Play Battle Chasers Night War. Wir haben das letzte Mal ja prinzipiell einen Banditenspeer gefunden. Also wir haben erstmal das Dorf erkundet, haben da ein bisschen Bekanntschaft gemacht. Der Schmied war ganz nett zu uns und hat uns auch einen Hinweis gegeben, dass ein Banditenspeer unten im Süden ist. Den haben wir gefunden, bekämpft, wir haben eine Nachricht bekommen und scheinbar wissen die von unserer Ankunft und die mögen es nicht, dass wir angekommen sind. So, und was ist hier für ein Ausrufezeichen im Kuriositätenladen? Hm. Ich höre, geht ihr durch das Nordtor. Vielleicht seid ihr doch nicht so langweilig, wie ich dachte. Nehmt diesen Flakon. Er bringt jeden, der hier in der Schlacht fällt, sofort wieder zurück. Flakon der kleinen Wiederbelebung. Die sind nicht unerschöpflich, sollten euch aber lange genug am Leben erhalten, um mir noch einen Besuch abzustatten. Hm. Interessant. Interessant. Oh. Ja, okay. Ja. Waren. Okay, hier kriege ich... was ist das? Flakon der Stärke, Stärke. Das ist ein Rezept. Das kaufe ich mal, oder? Die Primärelemente. Die Frage ist nur, wie mache ich da was? So. Mhm. Schließ die Tür! Endlich. Oh. Ja, schön. Das da. Anwenden. Alle. Gelernt Rezeptur kleine Ma... K. Flakon der Stärke. Ah, so es geht Crafting anscheinend. Drei? Bedeutet das, drei Stück bekomme ich da draus? Ich brauche eine kleine Flasche. Das probieren wir mal. Wir machen mal was. Wir craften mal was. Die Tür. Wir brauchen eine kleine Flasche. Eine kleine Flasche. Du hattest kleine Flaschen. Eine kleine Flasche. Eine reicht. Etwas. Wohin wollt ihr? Ja, wir wollen nur zurück, um hier gleich mal zu craften. K. So. Probieren wir es mal aus. Materialien. Sortieren. Stufe absteigen. Buch schließen. Kann ich das nicht direkt hier machen? Was ist Materialien? Dafür habe ich die Materialien, ja, aber wie mache ich das jetzt? Sortieren, Stufe absteigen, Vielleicht muss ich noch an irgendwas ran. Vielleicht muss ich irgendwo hin, um zu craften. Was braucht ihr? Vielleicht muss ich es ausbauen, um zu craften. Also den kann ich ausbauen. Kann ich dich auch mittlerweile ausbauen? Ja. Yeah. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Freund. Hier oben ist sonst nichts. Wir haben ja beim letzten Mal gesehen, dort unten war noch etwas. Da konnten wir rein. Da wollte ich aber noch nicht rein. Deswegen gehen wir mal jetzt runter und schauen. Na, mittlerweile sind keine Gegner mehr hier. Hätten wir da nachspawnen können. Naja, muss auch nicht sein. So, hier wollte ich mal rein, das Südtor. Schauen wir uns mal da drin um. Jeder hätte... Vielleicht sind da auch zu starke Gegner drin und sowas. Oder ich werde durch irgendwas blockiert. Kann ja sein. Oh. Eine Heilung wäre nicht schlecht, nicht wahr, meine Freunde? Na gut. So, dann wechseln wir doch mal auf ihn, weil er kann dashen. Das Tor ist ziemlich groß. Was wollen Sie damit draußen halten? Oder drinnen? Wie auch immer, ich glaube nicht, dass wir es öffnen können. Wenigstens noch nicht. Ja, da könntest du recht haben. Umschauen schadet aber nichts, oder? Du könntest jetzt noch nicht öffnen. Später vielleicht. Es sieht stürmisch aus. Ah, hier haben wir schon mal Loot. Loot tut immer gut. Ja, ein bisschen Geld wieder zurück. Ah, hier oben ist auch Loot und da ist Loot. Okay, hier hinten, was ist hier hinten? Irgendwas versteckt. Im Brunnen vielleicht irgendwas versteckt. 100 Gold in... Warte mal, das machen wir. Wir haben gerade wieder welches gefunden. Okay. Ihr werft Münzen in den Brunnen und hört es platschen. Dann brüllt eine Stimme von unten zu euch herauf.
Münzen in einen Brunnen werfen? Ernsthaft? Glaubt ihr auch an Märchen? Wenn ihr wirklich was geben wollt, versucht es mal mit einem höheren Einsatz. Ah, shit. Okay. Na, da brauche ich erst Geld. Das war schon teuer genug. Also 100 Gold hat man nicht so einfach. Also ich... Das war ein Versuch wert. 500 brauche ich als nächstes. Toll. Das ist ein Ort, wo ich viel Geld brauche, um da weiterzukommen, wie es aussieht. Erster Feind begegnet der das Rasten im Gasthaus ist dafür zuständig, dass neue Gegner spawnen. Das ist cool. Jetzt weiß ich's. Hab mich ja schon gewundert, warum sind hier keine... Ich habe nicht gerastet seit letztem Mal. Das ist gut zu wissen. Also rasten und dann kann ich neu farmen. Das werde ich vielleicht dann später auf Screenwing machen. Aber wir werden derweil mal nach Norden gehen. Es beunruhigt mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich Wiederbelebungspotions bekommen habe. Aber naja. So. Öffnen. Schön. Sämtliche Beute, Tagkräuter, Klingenblatt, schwache leuchtende Pulver. Was ist da rechts? Da rechts ist nichts. Noch nichts. Hier ist ein Schleim. Blablabla. Aber der Schleim kann nichts. Der kann nix. Der ist bloß einsam. Der ist allein. Der kann absolut nichts. Und ich bin auch vor ihm komplett dran. Den machen wir weg. Nice! Neue Stufe. Keine neue Fähigkeit? Oh, schade. Stufe 4 und es gab nichts. Bisher gab es immer was. Aber gut, neue Stufe ist auch nicht schlecht. Ich habe hier irgendwie so ein Equipment, wo ich doch neue Stufe... Oh, hier können wir was anschauen. Eine Ruine. Gleich hier. Abseits der Straße. Die sehen militärisch aus. Das muss ein alter Vorposten der eisernen Außenposten sein. Was bedeutet, der Außenposten ist in der Nähe? Sollen wir die Ruine durchsuchen? Scheint mir nicht so dringend zu sein. Natürlich! Das sieht aus wie ein Dungeon, oder? Das muss doch mal... Also ich weiß immer noch nicht, was ein Dungeon ist in diesem Spiel. Verlassene Vorposten. Erstmal hier interessant. Das Tor grinst euch schief an und scheint euch mit seinen rauchigen Augen zuzuzwinkern. Sieht dieses Ding uns etwa an? Mit nur einem Auge? Es gibt keine offensichtliche Öffnungsmöglichkeit. Wie beim Rätsel. Wie auch immer, wir können es jetzt nicht öffnen. Wir müssen noch einmal wiederkommen. Okay. Eventuell brauche ich einen anderen Charakter, der da eine besondere Fähigkeit hat. Das ist ja blöd. Oh, schon mal. Ist das ein Gegner? Tatsache. Fremde, wie ich sehe. Ah, das ist ein Bandit. Leutnant Trümmer. Sogar ein Leutnant. Hallo. Auf den Stab. Kommen wir zu spät. Wofür? Wofür kommen wir zu spät? Der hatte gelitten. Der ist auch extra stark, der grüne Schleim. Aber das war ein Crit. So. Halleluja, der haut aber zu. Mein Freund, du kannst was. Gabe der Natur. Erstmal schön buff. Dann, du. Sonnenstreich. Für zwei Runden. Die Eichel. Und sie. Sie macht einen normalen Angriff. So, Leutnant, geht rauf. Das haben wir auch gespart. Eieiei, 40 Damage. Mehr Eile. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Fügt Wandelverlust in einen Schutzschild für den Helden, der dann. Fügt damit Ziel 38 Schaden zu und gibt eine Verbindung mit einem Schutzschild. Dann machen wir Damage und ein Schild. Und wir heilen uns richtig hoch bei jedem Schlag. So. Ja gut, dann müssen wir nochmal drauf haben. Bam. Schön zerrissen. Er kriegt ein Schutzschild. Warum nicht? Warum nicht? Er hat schon knapp die Hälfte verloren. Wir können nochmal drauf haben. Schön auf die Glocke. Der wirkt irgendwas. Aber wir lassen es nicht dazu kommen. Doch, eigentlich schon. Wir können nicht. Oder? Der braucht aber lang für was zum Ausbauen. Heilende Welle. Auf ihn.
mehr Ass. Yes, Ass is good. Oh shit, da hab ich hätte ich oben heilen sollen. Ass, my friend. Na gut, das macht zwar 4 Schaden weniger, 5 Schaden weniger, aber naja. So, er hat 30 Zornwelle. Ah, das ist 35 magischen Schaden. Kriegsklinge. Das hört sich nach Damage an. Aua. Der haut zu, der Freund. Aber ich kann auch zu. Wieder ein Sieg, mein Freund. Wieder ein Sieg. Und das war kein leichter Sieg. K.O.-Handschuh. Wer trägt denn Handschuhe? Oh, nee. Ah, ja, sie. Oh, bei dem. Oh, geil. Cool, die trägt Handschuhe. Die Leute auf dieser Insel sind merkwürdig, geheimnisvoll. Er war hier und hat etwas gesucht. Wenn wir Monika und Gnola nicht bald finden, werden wir mit hineingezogen. Das ist sehr wahrscheinlich. Ja, das ist es. Wir müssen sie finden. Erstmal müssen wir looten. Schwaches leuchtendes Pulver. Und dann schauen wir mal. Das erhöht bei ihr den Waffenschaden, aber die Abwehr und die... Oh, es erhöht auf jeden Fall den Damage deutlich. Machen wir mal. Und ein betäubender Schlag. Cool. So. Gehört das auch dazu zum Gebiet? Das sieht fast so aus, als... Ach, da geht's ja noch sogar weiter. Ha! X. Wie wäre es mit einer Heilung für alle? Bin ich schon ganz schön gelitten. Hier gibt's tatsächlich noch mehr. Oh, schaut mal her. Was ist denn das? Oh! Oh, Angeln! Angeln ist eine spaßige, entspannende Aktivität, die auch besondere Belohnungen mit sich bringen kann. Du musst dich nur mit einer Angelrute, einem Köder aus dem Abschnitt angeln, einem Compendium ausrüsten, zum Wasser gehen und deine Angel auswerfen. Aha, aha. Sobald ein Fisch am Haken zappelt, holst du ihn ein, indem du deine Angelrute in die gegensätzliche Richtung ziehst, in die der Fisch schwimmt. Wenn du in die falsche Richtung ziehst, kann die Angel schon reißen. Okay. Wir haben ja eine Angel ausgerüstet. Probieren wir unser Glück. Okay. Okay. Das war einfach. Ein Flitzer. Neuer Rekord. Mittelgroße Fischstücke. Ein verschrotteter, früher Prototyp einer Schwimmvereinigung. Was? Das ist ja... Eieiei. Warte, die sind eher weiter vorne. Deswegen nicht so weit auswerfen. Oh, der ist groß. Der ist groß. Komm her. Ah, das war ein einfacher. Speerbarbe. Wenn gleich gewöhnlich und zu tausenden gefangen, bilden sie die marklosen Schuppen auf der Haut dieses Fisches wie bei jedem einzelnen Fisch ein individuelles Muster. Hier gibt's noch mehr. Fangen weiter vorne. Hier. Oh. Und zugebissen. Her mit dir. Haha. Bisher sind sie ziemlich einfach. Die hatten wir schon. Jetzt ist... Ich will so eine Krabbe oder so. Genau. Schwimmt hin. Ja, mit dir. Ja, gut. Viel tentakelige Muschel. Trauen sich einen Blick in diese monströse Muschel zu werfen. Ich will den dort hinten haben. Das ist eine Schildkröte oder sowas. Schade. Und weiter vorne. Genau, den will ich haben. Die Schildkröte. Ja, komm her. Nein. Schön. Es geht recht einfach. Eine friedliche rings um die Insel heimische Schildkröte. Okay. Wir haben ein Angeltagebuch. Okay, da sehen wir, welche wir gefangen haben und welche... Okay. Aha. Ich glaube, die anderen haben wir schon. Ah, cool. Da können wir auf jeden Fall sammeln und so. Wir müssen nur so schauen, wenn da so Fischteiche sind, da können wir angeln. Das waren jetzt wahrscheinlich... Halt, ich muss einmal... Ah, schade, ich dachte, ich kann daneben vorbei dashen. Na gut, egal. Ich wollte sowieso eigentlich bloß testen, ob die Fähigkeit funktioniert oder wie sie funktioniert. Hab's nicht hinbekommen. Bam. Oh, schöner Hit.
Ja, das war easy. Und wir haben eine Belohnung verdient. Was ist das? Dieses Stück Metall ist sehr seltsam. Das ist ein Teil von einem Artefakt. Kein gutes Zeichen, dass es hier ist. Hat Grimbart nicht ein Artefakt im eisernen Außenposten erwähnt? Ja, das hier wird immer schlimmer und schlimmer. Der Bandit in der Nähe, ob er das hier sucht? Wahrscheinlich, aber jetzt ist außerhalb einer Sammlung nutzlos, hoffe ich. Gehen wir zur Straße zurück. Okay, irgendwas mit diesen Artefakten. Die Banditen suchen nach diesen Artefakten. Gibt's hier irgendwas Verstecktes? Also sind hinten die Augen da? Ich habe noch nicht so wirklich eine Stelle gefunden, wo ich zum Beispiel mit Gulli... Ich hoffe, ich spreche es nochmal richtig aus, aber muss mir mal merken, wann sie ausgesprochen wird. Ich bin mir sicher, da hoch kann man irgendwie teleporten oder so, oder schweben, oder irgendeine Fähigkeit kann man da hoch machen. Vielleicht später erlernen wir irgendwas. Mit Gulli habe ich noch keine nützliche Stelle gefunden, wo ich ihre Fähigkeit nutzen kann. Der Heilbot? Ja, das ist easy. Aber das Mädel? Nee, der weiß ich noch nicht, wie das so funktioniert. Schön, das war ein netter, kleiner Abstecher, wenn das ein Dungeon ist, weiß ich nicht. Warte, das können wir, glaube ich, nachsehen. Wo war... Mächtige Sache, war das in einer... Welt. Das war kein Dungeon, den wir dann entdeckt haben. Dementsprechend... Tja... Okay, das war immer noch kein Dungeon. Ich bin mal gespannt, wie dann ein Dungeon ist. Sie sollen ja auch eher prozedural generiert sein. Also jedes Mal anders. Sehr gespannt, sehr gespannt. Das werden wir vielleicht beim nächsten Mal herausfinden. Wir gehen das nächste Mal dem Banditenlager hinterher. Wir suchen dieses Ziel dort hinten. Irgendwo da. Ja, ja, da. Hier, irgendwie so eine Höhle oder... das sieht schon grimmig aus. Aber außerdem werden wir auch hier uns ein wenig umschauen. Oh, schaut doch mal her. Das sieht auch interessant aus. Vielleicht können wir da auch hin. Ja, da gibt es einige Dinge, die interessant aussehen. Naja, aber das beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.